Also den Timber Pioneer haben wir natürlich auch an einer Stelle gebaut, im Europaviertel, wo bis dahin noch gar nichts in Holz errichtet wurde. Wer das Europaviertel in Frankfurt gut kennt, weiß, was ich meine. Es ist wirklich ein herausragendes Beispiel jetzt einer Holzhybridarchitektur in einem Neubauquartier, einem sehr großstädtigen Neubauquartier, das sich einfach herausstellt, schon allein durch seine Konstruktionsart, durch seine Besonderheiten im Holzhybridbau. Nicht zuletzt ist natürlich der Timber Pioneer der erste echte Holzhybridbau im Bürobereich in Frankfurt und Umgebung. Insofern ist es auch noch echt, macht er seinem Namen auch alle Ehre.